Ja, und in Duisburg grüße ich jetzt Ferdinand Dudenhöfer, Wirtschaftswissenschaftler und Autoexperte. Herr Dudenhöfer, diese E-Fuels, diese synthetischen Kraftstoffe, mancher Experte hält die ja für zu ineffizient und zu teuer. Was halten Sie denn grundsätzlich davon? Also ich glaube, ich muss mich da anschließen. Es ist ja so, dass aus Sonnenstrom oder Windstrom dann man Stück für Stück über Transformationen dann diese synthetischen Kraftstoffe, also synthetisches Benzin oder synthetisches Diesel schafft. Und bei diesen Transformationen werden viel Energiemengen dieser Ströme, die man dann hat, oder dieser Energie, die man dann hat, verbraucht. Und wenn das Ganze dann als E-Fuels nochmal in den Verbrennungsmotor kommt, der hat eine Effizienz von weniger als 40%, dann sieht es so aus, dass die Energiebilanz derart ist, dass wenn man 100% grünen Strom da reingibt, dann kommt für die Bewegung des Fahrzeuges noch 15%, maximal 20% der Energie an. Das heißt, wir verbrauchen viel zu viel Energie für die Transformationen. Und wenn ich ins reine Elektroauto gehe, in das batterieelektrische Auto, da habe ich eine Effizienz von 90%, von 85%. Also E-Fuels sind alles andere als effizient für die PKWs. Man kann E-Fuels sicherlich überlegen, in Flugzeugantrieben zu nehmen oder in Schiffsantrieben über Ozeane, wenn man da fährt. Aber für Pkw wird sich das nach unserer Einschätzung nie durchsetzen, denn durch diese Transformation wird es eigentlich unbezahlbar im Vergleich zum batterieelektrischen Auto. Ja, wäre das denn überhaupt möglich, dass man die alten, die gebrauchten Autos umrüstet? Ginge das technisch ohne große Probleme? Also das muss man eigentlich gar nicht, denn die EU-Regelung sagt, dass nur Neuwagen ab 2035 nicht mehr zugelassen werden als Verbrenner. Die alten, die können bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterfahren mit Benzin und Diesel, so wie wir es heute kennen. Und jetzt kann man es natürlich umstellen, aber wer würde das tanken, wenn der Liter Benzin dann 4 Euro oder 5 Euro kostet, statt jetzt diese 1,80 oder 1,85, was wir derzeit haben. Also es wird nicht funktionieren und es wird auch nicht funktionieren, wenn man es nur für bestimmte Neuwagen macht. Es ist ja so ein bisschen eine Lex Porsche, die man da aufarbeiten will. Auch von Christian Lindner, der ja bekanntermaßen ein engagierter Porsche 911-Fahrer ist und der den Antrieb dann in die Zukunft bringen will mit Verbrennungsantrieb. Das ist nach unserer Einschätzung wenig sinnvoll. Wie gesagt, die Alten, die können auf ewige Zeiten Benzin und Diesel tanken. Es geht nur um das Verbot der Neuwagen. Ja, kam denn die Ankündigung des Bundesverkehrsministers heute eigentlich überraschend für Sie? Also von der Union hieß es ja teilweise ein bisschen spöttisch, das fällt ihm ja früh ein. Na gut, die Diskussionen gibt es schon länger und man hat sich in der EU darauf geeinigt, in den ersten Gesprächen, dass man diese Ausnahme macht mit den E-Fuels, aber wie sie umgesetzt werden soll, das weiß heute wirklich kein Mensch. An der Tankstelle muss man es ja unterscheiden können, dass nicht dann illegalerweise dann der normale Kraftstoff eingefüllt wird. Und das, was die Union gesagt hat heute, das ist wirklich mehr als dünn. Das ist einfach das wiederholt, was man schon ewig sagt. Aber das, was behauptet worden ist von Dobrindt, dass es der FDP jetzt früh einfällt, das ist eigentlich falsch. Ja, was könnte denn passieren? Es gibt ja eine Abstimmung noch am 7. März in Brüssel, die aussteht. Aber eigentlich ist das Ende der Verbrennungsmotoren ja besiegelt. Was könnte denn Deutschland ausrichten? Gehen wir mal von der theoretischen Annahme aus. Es würde mit Nein stimmen. Also was passieren würde, wäre sicherlich, dass Deutschland so ein bisschen in der EU isoliert wäre, dass Deutschland sicherlich gerade mit China und USA, die sehr stark in die Elektromobilität gehen, eher dort weniger beliebt machen würde. Derzeit sehen wir ja, dass in USA dieser Inflation Reduction Act die Batterieproduktion in Deutschland und in Europa sehr stark erschwert, weil nur US-produzierte Batterien dann die Subventionen für die Elektroautos kriegen. Also Deutschland würde sich isolieren und mit unseren 3 Millionen Autos, die wir pro Jahr verkaufen, sind wir 3% vom Weltmarkt oder 4% vom Weltmarkt. Also wir sitzen auf einer Insel
Und die wird eher uns schädigen, als in Gemeinschaft mit den anderen nach vorne bringen. Ja, Ferdinand Dudenhöfer war das. Und ich bedanke mich recht herzlich für diese fachliche Einschätzung nach Duisburg. Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss.